schnell noch ein bisschen Commentary hier. Kann ja nicht sein, dass Losers Finals ohne Commentary ist. Die Pizzen sind hier, ne? Und es sieht ziemlich gut für Frido aus. Ich meine, im Winners Finals, Winners Bracket hat Frido gegen Häschen verloren. Und jetzt sieht das ganz anders aus. Aber mal schauen, wie sich das noch auspendelt. Frido jetzt offstage. Gegen Giddy schon ziemlich scary. Muss auch immer aufpassen mit den Side-Bs. Trade. Oh, echt noch gut gepunished. Ziemlich gut. Oh. Hat er ihn? Ja, er hat ihn. Wow. Eine gute Finte. Der Sieger ist Fuchs. Ja, da hat Häschen dann am Ende ein bisschen overextended, wollte ihn unbedingt killen. Und hat sich SD'd. Fox. Oh, wir sehen den direkten Switch zu Fox. Okay. Also jetzt Fox Dito auf Battlefield auch noch. Jetzt bin ich gespannt. Ich tippe, Frido zieht das trotzdem. Aber mal schauen. Vielleicht hat sich Häschens Fox auch deutlich gebessert in den letzten Wochen. Erstmal ein paar Up-Tilts. Oh, der Jab. Safe Damage. Schon 46. Oh, aber er kann das so gut. Okay, er zieht ihn direkt runter, punisht ihn so hart, wie man ihn nur punishen kann. Und schon sieht's wieder gut aus für Frido. Squad. Hat er ihn wieder. Viel Damage. An der Edge macht er auch sehr viel Schaden. Kann ziemlich gut die Habits seiner Gegnerin lesen. Oh, Uptilt Back Air. Und das sieht jetzt schon echt schlecht aus für Häschen. Da muss er schon ein Foxgott sein, dass er das noch zurückbringt. Okay, er dodgt aus der Abwehr raus. Oh, Häschen kommt einfach mit der Side View raus. Und da hat ihn. So. Jetzt die Frage. Oh, okay. Da hat er mal nicht geredet. Okay, Aloy holt das so langsam zurück. Aber, ja. Das ist true. Ende! Der Sieger ist Returning the Base. Fox! 2-0. Jetzt freue ich mich, kommt jetzt der Fox oder der Cloud. Ja, Diddy Kong wieder. Nochmal der Fox. Tatsächlich. Krass. Ja. Er hat ein bisschen overextended am Anfang. 3, 2, 1. Dann hätte er jetzt diesen super Early Kill nicht gehabt. Wäre es relativ even gewesen vielleicht. Oh, alle wollen mit der Dare treffen, damit sie einen schönen Footstool-Kombo machen können. Oh, nope. Too obvious. Okay, die Diagonale. Recovery. Gute Option. Okay, jetzt ist er an der Edge. Oh, das hat er sogar extra gemacht. Ziemlich cool. Nicht geklappt. Oh, auch das fast wieder. Fast wieder ein Gimp. Okay, er hat ihn wieder. Immer noch sehr even. Okay, die Abi. Ich weiß nicht, ob er damit einfach nur viel Damage machen wollte. Oh, tatsächlich. Erster Stock für Häschen. Oh. Fast der Revenge Kill. Aber noch nicht.
Oh, das ist viel Damage. Wie viel hältst du denn hier? Gute Option in den 50-50s. Und jetzt macht er ihm langsam wieder Damage. Langsam und sicher. Oha. Also das Game sieht ja schon mal ganz anders aus als das eben. So, Last Stop Situation. Oh, viel Damage. Sehr gute Up-Tilts vom Spilo. Genau das, was er braucht, um den Vortex zu starten. Oh. Ist jetzt auf jeden Fall eine Last-Hit-Situation und Häschen klatscht das aus. Alles klar. Der Sieger ist Fox. Sogar im Fox-Titel. Okay, es geht auf Town City. 3, 2, 1, los! Whiff da die Down Air to Up Air Combo. Beide nur ein bisschen am Dashen. Gibt eigentlich kaum Neutral bei den beiden. Ja, doch, ziemlich sicher der Fox von Häschen. Schönes Shield Pressure. Aber danach war es doch noch eine zu viel und die hat gelüft. Oh, rausgemashed. Wow, was für ein Mashing Game. Oh. Oha, okay. Häschen zieht wieder den ersten Stock. Mit den Back Airs. Bisschen langsamer war die letzte Back Air. Darum hat er das Schild schon gedroppt. Und dann hatte Friedel tatsächlich schon wieder Offstage. Das Game gut unter Kontrolle. Okay, Smash. Oh. Die beiden wissen eigentlich ziemlich gut, wie man Sachen punisht. Oh, da hat er ihn nicht runtergezogen. Er hätte ihn direkt killen können. Mit dem er fast verbußt wird. Das wird langsam wieder zu einer Last-Situation. 2-1 gerade für Frido. Ja, Fox scheint zu funktionieren. Oh, und der F-Smash deklärt. 3-1. Ja. Gute Leistung von Häschens Fox auf jeden Fall.